Ich weiß, wie es ist, ganz Mensch zu sein. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin wie du, aus Fleisch und Blut, und weiß, was Leben ist. Hallo und herzlich willkommen zu Weltweit am Leben dran, dem TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung für Sie. Monatelang haben wir Dorle Brandl im Kampf gegen den Krebs begleitet. Kein Mensch wusste, wie ihre Geschichte ausgehen wird, ob Dorle wieder gesund wird. Aufgeweckt, positiv und fürsorglich. So beschreiben Freunde und Bekannte Dorothea Brandl, besser bekannt als Dorle. Die 70-Jährige und ihr Mann Bernd leben in Schönberg bei Calw in Baden-Württemberg. Sie fieberten bereits ihrem Ruhestand entgegen, als die Krankheit plötzlich einen Schatten auf das Leben des Ehepaares warf. Alles begann im September 2020, als Dorle einen Termin bei ihrem Hausarzt hatte. Ich hatte seit dem Sommer Halsschmerzen, die irgendwie nicht weggingen. Und dann bin ich im September zu ihm gegangen und er hat gleich gesehen, er hat so schön gesagt, da ist was am Zungenhintergrund, was nicht hingehört. Dorle war gerade dabei, das Schaufenster an der Schönberger Kirche zu dekorieren, als ein Anruf aus dem Krankenhaus kam. Die Diagnose, die sie dann im Krankenhaus erhielt: Lymphdrüsenkrebs. Sofort wurde Dorle an den Onkologen Dr. Sina Lotfi aus dem Siloa Krankenhaus in Pforzheim verwiesen, um die Behandlung ihrer Krebserkrankung zu beginnen. Dazu gehört für den Onkologen auch eine umfassende Aufklärung über die bösartige Zellveränderung. Tumorerkrankungen entstehen im Laufe des Lebens, aber meistens werden die auch vom Immunsystem zerstört. Wenn aber eine Tumorerkrankung sich dann praktisch herauskristallisiert und sich weiterentwickelt, kann sich diese Tumorkrankheit sozusagen ein Schild um sich herum bilden. Und mit diesem Schild verhindert der Tumor, dass das körpereigenes Immunsystem gegen dieses Tumorgewebe vorgeht oder vernichten kann. Nach der Diagnose blieb für Dorle und ihren Mann Bernd nichts mehr, wie es war. Gemeinsam beschlossen sie, beide jetzt in den Ruhestand zu gehen. Bernd, um seiner Frau beistehen zu können, Dorle, um mit aller Kraft gegen den Krebs ankämpfen zu können. Doch ihren Job aufzugeben war nicht leicht für die begeisterte Lehrerin. Ich bin dann noch mal in die Schule gegangen, habe mich von meinen Kindern verabschiedet. Das war jetzt für mich das Schwierigste, als die Diagnose kam. Ich wollte eigentlich im Sommer aufhören, habe dann gesagt, weil eine Kollegin schwanger geworden ist, ich mache noch weiter und jetzt falle ich auch aus. Das war ein ganz schwerer Brocken für mich. Wie gehe ich jetzt damit um? Durch diese Nachricht dieser schweren Krankheit von Dorle, die ja auch tödlich sein kann, sind wir praktisch aus dieser aktiven Berufsphase sehr abrupt in eine neue Phase hineingestoßen worden, gewissermaßen. Das war schon sehr holprig und nicht so einfach. In dieser Zeit fand Dorle besonderen Halt in ihrem Glauben. Ich habe als Kind das Lied gelernt, weil ich Jesu Schäflein bin. So als Erwachsene tut man das ein bisschen ab, weil es ein Kinderlied ist. Aber ich habe schon vor der Krankheit, hat mich das immer wieder beschäftigt, dass ich gedacht habe, da steckt eigentlich alles drin in dem Kinderlied. Und dieses Vertrauen habe ich in Jesus, dass er mein guter Hirte ist und dass er mich durch diese Krankheit trägt. Und gut, ich weiß nicht, ich kann ja auch zu den 10% gehören, die nicht gesund werden. Aber dann weiß ich auch, ich bin in seiner Hand, ja. Während sich bei Dorle durch die Diagnose die Beziehung zu Gott noch mehr festigte, kämpfte ihr Ehemann Bernd stärker damit, diesen schweren Weg von Gott anzunehmen. Ich habe auch mit Gott gehadert und habe gesagt, wieso?
wieso trifft es jetzt meine Frau, die für mich jemand ist, die ihr ganzes Leben eigentlich für Gott gelebt hat, für ihre Familie gelebt hat, die auch in der Schule unglaublich sich eingesetzt hat für ganz viele Kinder, für ganz viele Menschen, positiv ein Leben geführt hat, für mich sehr vorbildhaft. Und jetzt trifft sie diese schwere Krankheit, kann ich überhaupt nicht verstehen. Gott ist für mich, auch jetzt in dieser ganzen Corona-Situation, Gott ist für mich, der etwas tut, was wir nicht verstehen können, theologisch nicht einordnen können. Ein Gott, der Wege mit uns geht, die wir nicht begreifen, die wir nicht verstehen. Ich verstehe das nicht. Aber ich möchte diesem Gott trotzdem vertrauen, weil ich weiß, dass er vertrauenswürdig ist. Er ist wirklich der Nothelfer. In aller Not und in ihren großen Fragen ist das Ehepaar besonders dankbar für die Unterstützung von zahlreichen Freunden und Bekannten. Also das würde ich auf jeden Fall allen raten, sich jetzt nicht zurückzuziehen, sich selbst zu vereinsamen. Vor allen Dingen auch, dass man jetzt nicht diese Dinge zurückhält oder dass man das nicht weiter sagt. Immer wieder haben Dorle und Bernd für uns Videotagebuch geführt und nehmen uns mit in ihre Höhen und Tiefen. Ja, läuft. Fangen wir mal an. Ja, und wir haben gedacht, wir machen die erste Aufnahme. Ich habe, also wie gesagt, die erste Chemotherapie schon hinter mir. Oh, super, danke. Ja, extra für das Immunsystem. Wir haben dem Freundeskreis von Anfang an gesagt, was Sache ist, was uns jetzt beschäftigt, diese Krankheit. Und das war sehr positiv, dass wir das offen kommuniziert haben. Ich habe ganz viel Post auch dann gerade nachher in der Weihnachtszeit, also so einen dicken Stapel, also Reaktionen auch, dass sie an uns denken, für uns beten. Es gab aber eben auch die Negativreaktionen von Leuten. Und ganz viele waren betroffen, weil doch die Krebserkrankung und vor allen Dingen auch die Behandlung durch Chemo bei ganz vielen, ja, dass es was ganz Schlimmes ist. Und bei manchen kam es mir vor, als wenn das schon fast ein Todesurteil ist. Natürlich ist halt eine bedrohliche Diagnose, also sobald das Wort fällt, kommt natürlich die Reaktion, dass man irgendwo das Horizont sieht, dass das Leben doch nicht unendlich ist. Allerdings ist so, dass eine schwere oder sagen wir mal lebensbedrohliche Situation vorliegt, erst dann, wenn auch tatsächlich die Erkrankung fortgeschritten ist. Alle 3 Wochen muss Dorle zur Chemotherapie. Mit jeder Behandlung wurden die Nachwirkungen schlimmer. Ihr Körper wurde schwach und Dorle musste kämpfen. Ich hatte nach der 2. und jetzt ganz schlimm nach der 3. einen Schwächeanfall. Da war es mir wirklich ganz elend. Ich konnte mich, also jetzt gerade nach der 3., das war dann der Dienstag, kaum auf den Beinen halten. Ich habe zwar noch ein bisschen was gekocht, aber ich konnte es nicht mehr essen und habe dann eigentlich hier nur gelegen. Also heute ist Donnerstag, der 4. Februar. Gestern ging es mir noch sehr gut. Wir waren jetzt gerade eine halbe Stunde spazieren, aber jetzt bin ich fix und fertig. Der 11.2. im Wechselbad der Gefühle. Es graust mir ein bisschen vor den letzten beiden Chemos, weil ich damit rechne, dass diese Erfahrung von Montag, Dienstag auch wieder schwierig wird. Die Chemotherapie war nicht nur eine körperliche Tortur. Was ich gemerkt habe, ist aber eben, dass es sehr aufs Gemüt, auf die Emotionen auch geht. Also da habe ich jetzt schon oft morgens auch hier gesessen und einfach geheult. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Es kam einfach über mich. Aber da denke ich auch, das ist auch gut. Auch Tränen sollen rauskommen, bringen einen ja dann auch letztlich ins Nachdenken über sein Leben. Und immer wieder habe ich aber auch diesen Zuspruch bekommen, du bist Gottes geliebtes Kind, egal wie es dir jetzt gerade geht. Zwischen vielen Tipps und gut gemeinten Ratschlägen muss Dorle für sich selbst herausfinden, was ihr gut tut.
wenn man den Leuten erzählt, dass man Krebs hat, dann kriegt man viele, viele Ratschläge auch zum Essen, was man nicht essen soll, was man essen soll. Und inzwischen denke ich, dass jeder da seinen Weg finden muss, was ihm gut tut, was ihm schmeckt. Von jemandem habe ich erfahren, für den war der griechische Joghurt das Mittel, was ihm geholfen hat. Bei mir waren es zu Anfang die sauren Gurken. Also viele haben mich auch gefragt, wie das ist, wenn die Haare abgehen, ob das ein großer Schock ist. Ich saß vorm Spiegel. Manche machen das auch, dass man sich nicht vor den Spiegel setzt. Es war schon ein bisschen eigenartig, aber ich fand es dann nach dem zweiten Blick auch gar nicht so schlimm, weil ich gedacht habe, okay, viele junge Leute laufen heute ohne Perücke, ja, und zeigen offen, dass sie jetzt diese Erkrankung haben. Und dann habe ich das mit meinen Enkelkindern, habe ich gesagt, wollt ihr mal sehen, wie ich aussehe ohne Haare? Und dann haben sie gesagt, ja, und dann habe ich die Perücke abgemacht. Oh, ging das dann, oh, wie siehst du denn aus? Und so ein bisschen verlegen und gelacht und so. Meist ist eine schwerwiegende Krankheit auch für die Angehörigen sehr schlimm. Bernd griff seiner Frau unter die Arme, wo er nur konnte, und versuchte ihr jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Dennoch fühlte er sich oft machtlos. Diese Hilflosigkeit, also das ist schon nicht ganz einfach. Ich kann nur beten, das tue ich. Ich bete und lege meine Hilflosigkeit, meine Ängste, meine Ohnmachtsgefühle lege ich in Gottes Hand und sage, ja, das ist jetzt so, mach du was draus, hilf du. Das hilft mir, dass ich das abgeben kann, an Gott abgeben kann. Aber das ist schon so. Wenn man nicht helfen kann, wenn man das Gefühl hat, da ist etwas, was auf einen zukommt, was sich der Kontrolle entzieht. Ich kann das nicht kontrollieren, ich habe da keinen Einfluss drauf. Man begibt sich natürlich in Gottes Hände, aber eben auch ein Stück weit, wenn man dann die Frau in die Klinik gibt, dann gibt man sie ab in die Hände anderer Leute. Und zum Beispiel, als die den Port gesetzt haben, sie war ja den ganzen Tag dann im Krankenhaus, und als ich dann abends sie abholte, als sie da wie so ein Häuflein Elend im Rollstuhl saß, das hat mir also wirklich, da war ich sauer. Da habe ich auch dann die Schwester, die konnte ja nichts dafür, da habe ich dann ihr gesagt, das Beste, was ich habe, gebe ich ab ins Krankenhaus, und dann kommt sie krank raus. Also dieses Gefühl, dass da etwas passiert mit meiner Frau, was ich nicht kontrollieren kann, was ich nicht im Griff habe, das ist nicht ganz einfach. Das Warten auf Erleichterung kam dem Ehepaar endlos vor. Doch durch ein besonderes Erlebnis war sich Dorle plötzlich sicher, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Ich hatte eine Art Erlebnis in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Also da, wo es mir am Dienstag noch so schlecht ging, habe ich in der Nacht geträumt. Und bin so im Halbschlaf, also bin wach geworden, es war so um 2 Uhr rum, und hatte das Gefühl, hab so gedacht, boah, war das jetzt ein Albtraum, aber du bist ja gesund. Und dann bin ich richtig wach geworden und hab gedacht, stimmt doch gar nicht, du bist krank, du bist richtig krank. Das ist kein Albtraum, das ist so, aber dir geht's besser. Und das fand ich so eigenartig, weil ich habe mich ja nicht bewegt, ich war nicht aufgestanden, nichts, und hatte trotzdem das Gefühl, da ist jetzt wie so ein Schalter umgelegt worden und jetzt geht's mir wieder gut. Und bin dann um 5 Uhr aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mir ein Müsli gemacht, ich konnte essen und hatte wirklich den Eindruck, jetzt geht's dir gut. Und im Nachhinein habe ich dann sogar mal gedacht, vielleicht war das dieser Wendepunkt von der Krise, wo dann wirklich so das mit den Krebszellen, ja, es wurde auf jeden Fall besser. Heute ist der 16.3. und die letzte Chemo hat Dorle heute. Und jetzt fahren wir los, das Auto steht bereit, Dorle steigt ein und wir fahren jetzt nach Pforzheim. Da kommt sie von der letzten Therapie. Thank you.
Dorles mentale Sicherheit übertrug sich leider nicht dauerhaft auf ihre körperliche Stärke. Zum Unkraut jäten, spazieren gehen und Hausarbeiten erledigen reichte ihre Kraft oft nicht. Es ist schon ganz schwer, wenn man einen Menschen sieht, der immer so Power hatte. Also meine Frau ist eine Powerfrau gewesen. Die hat immer gearbeitet und geschafft und für andere war sie da. Und plötzlich merkt man, dass die ganze Kraft weg ist. Und sie kann es nicht mehr und sie spürt das selber. Und dann saß sie da und hat diese Kraftlosigkeit erfahren. Und das war schwierig, sehr schwierig. Und wenn man dann merkt, ein Mensch leidet neben einem, das ist nicht leicht. Ein Impuls aus einer Zeitschrift stärkte Dorle in dieser schweren Zeit. Er beschreibt, als wenn Jesus sprechen würde und Jesus sagt, warum sorgt ihr euch eigentlich so? Warum vertraut ihr mir nicht? Ihr könnt mir doch alles sagen. Ich will doch für euch sorgen. Und das stand dann so auch als Überschrift, sorge du, ich vertraue. Und das sage ich mir immer wieder. Natürlich läuft es nicht immer ganz so, wie ich im Vorfeld das denke oder es gerne hätte. Aber in der Regel, es macht mich einfach gelassener und auch, dass ich in der Erwartung bin, wie wird das jetzt machen? Anstatt ich muss jetzt was regeln und erzwingen oder organisieren. Wie wird er es machen? Ich war halt auch die Älteste zu Hause, das war einfach auch so ein Stück Erwartung. Das habe ich bis heute, dass ich meine, ich müsste für alle Verantwortung übernehmen. Und das habe ich jetzt ein Stück weit, ich weiß nicht, ob ich es schon richtig gelernt habe, auf jeden Fall ist mir das viel bewusster geworden. Ich muss nicht für alles Verantwortung übernehmen. Jesus sorgt für mich. Das habe ich durch die Krankheit, also jedenfalls ist es mir bewusst geworden und ich versuche danach ein Stück weit zu leben. Nach fast einem Jahr hartem Kampf gegen den Krebs stand Dorles abschließende Untersuchung an. Dort sollte sie erfahren, ob sie von den Krebszellen befreit ist. Als ich dann zur Therapie kam, hatte ich dann nach einem Gespräch gefragt, um das Ergebnis zu erfahren. Und dann waren wir zu Hause und schon kam der Anruf vom Arzt, dass er sich das CT angeschaut hat und es sind keine weiteren Krebszellen zu sehen. Und das war natürlich ja, ein großer Moment. Aber ich muss sagen, die richtige Freude, so Jubel, kam eigentlich erst auf, als ich merkte, dass meine Augenbrauen und meine Haare wieder anfangen zu wachsen. Das war ein tolles Gefühl. Die Nachkontrollen sind positiv, also ohne jetzt haben wir Ergebnisse, die beunruhigend wären. Also ich kann erst halt in 5 Jahren mit Sicherheit sagen, ist alles vorbei, aber prinzipiell sieht das bei ihr sehr gut aus. Gott handelt immer ganz anders, als wir uns das denken. Und er hat das jetzt zugelassen, dass diese Krebskrankheit aufgetreten ist. Und dass wir das dann aus seiner Hand nehmen konnten und uns doch in seine Hand legen konnten und gewusst haben, er macht es doch am Ende gut. Wir können ihm vertrauen. Er führt uns jetzt durch dieses Tal. Es ist sicherlich ein finsteres, ein dunkles Tal, wie es im Psalm 23 heißt. Aber er lässt uns nicht alleine in diesem Tal. Er geht mit. Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht erschrecken. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Diese Zusage, die habe ich gerade am Anfang der Erkrankung von verschiedenen Leuten auf ganz unterschiedliche Weise immer wieder bekommen. Und er hat uns geführt und wir können jetzt auch dankbar sein, dass es so ist, dass wir sagen können, im Moment geht es ihr gut und Gott hat uns. Das ist so mein Empfinden, nachdem ich jetzt diese
schwierige Phase hinter uns habe, habe ich so das Empfinden, Gott schenkt uns jetzt noch gemeinsame Lebenszeit. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Es ist einfach, wir leben in dem Sinne intensiver und bewusster, weil wir wissen, dass es uns heute so gut geht, dass wir heute etwas miteinander unternehmen können. Das ist ein Geschenk, das ist nicht selbstverständlich. Und das nehmen wir jetzt aus seiner Hand und das wollen wir auch bewusst genießen. Also jetzt im Rückblick, was hat diese Zeit mit mir gemacht oder auch was habe ich daraus gelernt oder was bedeutet sie mir? Da habe ich so gedacht, ich würde es mal an 4 Gs aufhängen. Das erste G war so, dass ich schon von Anfang an ja durch Gottes Wort irgendwie wusste, das ist kein Todesurteil, diese Krankheit, sondern er wird mich da durchbringen. Und das zweite war, das zweite G würde ich benennen, eine geschenkte Auszeit. Also ich habe ja noch bis zum Herbst gearbeitet als Lehrerin und dann musste ich sozusagen von heute auf morgen aufhören. Es war trotzdem okay, weil ich habe auf einmal gemerkt, ja, ich habe keine Verpflichtungen mehr. Ich habe viel gelesen. Also ich hatte jeden Morgen Zeit dafür, so, ja. Auch so das Erwachen der Natur, die Vögel im Nistkasten. Und dann habe ich sehr überlegt, ja, hätte ich das vorher so genießen können? Und dann habe ich gedacht, nein. Es hat eine ganz andere Qualität gehabt jetzt in dieser Zeit, als wenn das vorher schon so gewesen wäre. Und da war ich einfach sehr dankbar für diese Zeit, die ich da hatte. Und das dritte G wäre dann Gelassenheit, dass ich den Eindruck habe, das habe ich ein Stück weit lernen können, weil ich eher dazu neige, Dinge erzwingen zu wollen. Und mir ist durch verschiedene Texte so deutlich geworden, dass Gott sagt, ich sorge für dich, ich sorge für dich, vertraue du mir nur. Es war für mich die Hilfe, dass ich diese Krankheit nicht als eine Strafe oder sonst etwas gesehen habe und mich auch nicht gefragt habe, warum gerade ich, sondern okay, Krankheit gehört zum Leben und das will ich so annehmen. Und das vierte wäre dann das Gebet, dass ich wirklich spüren konnte, dass ganz viele für mich gebetet haben, Familie, Freundeskreis, Verwandte, Kollegen und eben auch die Schulkinder. Mein Dankeschön auszudrücken, auch gegenüber den Nachbarn, habe ich zu einem Nachbarschaftsfest eingeladen und da gehe ich jetzt auch hin. Dorle hat ihr ganzes Leben, auch in dieser schweren Zeit, in Gottes Hand gelegt und ihm vertraut. Er hat sie getragen und ihr auch in den dunkelsten Momenten Hoffnung gegeben. Wir freuen uns sehr, wie Gott alles geleitet hat. Und wir danken Dorle und Bernd Brandl für den Mut, dass wir sie in dieser Zeit begleiten durften, für ihr Erzählen und ihre Offenheit. Ihnen wünschen wir, dass Gott auch Sie mit Hoffnung erfüllt in allem Auf und Ab Ihres Lebens. Es lohnt sich, auf ihn zu vertrauen. Um auch weiterhin Gottes Wirken in Menschen weltweit zu unterstützen und zu offenbaren, produzieren wir diese Sendung. Beten Sie mit uns für diese Sendung und unterstützen Sie uns gerne mit Spenden. Hier unser Spendenkonto. Liebenzeller Mission, Sparkasse Pforzheim-Calw, IBAN DE 27 66 65 00 85 00 03 30 02 34. Verwendungszweck TV weltweit. Wenn Sie noch mehr über unsere Sendung wissen möchten, dann rufen Sie uns doch einfach an. Unter der Nummer 0185 33 50 15 sind wir gerne für Sie da. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen Gottes Segen. Weltweit am Leben dran, das TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Diese Sendung ist auch auf www.liebenzell.tv zu sehen, sowie auf DVD erhältlich.